Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bayern ist einer der größten politischen Erfolge der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Vielleicht erinnert ihr euch. Im Herbst 2017 gab es eine große Kampagne gegen die Straps. Die CSU hielt strikt dagegen. Doch noch bevor es zu dem von uns angedrohten Volksbegehren gegen die ungerechten Straßenausbaubeiträge kam, lenkte unser heutiger Koalitionspartner ein. Das war gut so, denn Bayerns Kommunen werden für die entfallenden Ausbaubeiträge selbstverständlich auskömmlich entschädigt. Das war uns von Anfang an sehr wichtig. Allerdings wollten wir es bei der bloßen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen nicht belassen und haben einen Härtefallfonds in Höhe von 50 Millionen Euro in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Damit sollen Härten, die Bürger erlitten haben, weil sie Straßenausbaubeiträge zahlen mussten, wenigstens teilweise abgemildert werden. Doch die Auszahlung der Gelder stockt. Wegen des Ziels, die zur Verfügung stehenden 50 Millionen Euro auf alle berechtigten Antragsteller zu verteilen, müssen erst alle Anträge vollständig vorliegen und entscheidungsreif sein. Erst dann kann die Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen auf breiter Ebene erfolgen. Es ist wahrlich nicht leicht, 15.000 eingegangene Anträge individuell zu prüfen und dabei abwägen zu müssen, wer sich für eine Rückzahlung qualifiziert hat und wer nicht. Deshalb haben wir diese Woche den Kommissionsvorsitzenden des Härtefallfonds, Dr. Heinz Fischer-Heidelberger, zu uns in die Fraktionssitzung geladen. Mit ihm haben wir beraten, woran es hakt, mit dem Ziel, alle noch in Bearbeitung befindlichen Anträge möglichst schnell abzuarbeiten, sodass endlich ausgezahlt werden kann. Denn gerade in der Corona-Pandemie sind viele Menschen darauf angewiesen, die ihnen zustehenden Gelder rasch zurückzubekommen. Unsere Fraktion wird deshalb in Abstimmung mit dem begleitenden runden Tisch Druck machen, damit Straps-Rückzahlungen bald auf breiter Ebene erfolgen. Ihr habt mein Wort. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.